mega cool. Guck mal, wie viele Leute heute hier sind. Krass. Also, wir haben gestern schon einige coole Sachen gesehen und Richtig. Die schauen wir jetzt mit euch zusammen an. Und ich würde sagen, wir rennen direkt los, oder? Ja. Ab geht's. Was geht? Oder? Wie geht's dir? Hab ich mir gesagt, was macht ihr denn hier? Macht ihr ein Interview? Ja, wir haben ein paar Fragen. Was hat dir bis jetzt am besten gefallen hier? Oh, was mir am besten gefallen hat, ist natürlich der Van Wietzel-Stand. Ist der cool? Der ist super cool. Die okay. haben nämlich einen neuen Online-Katalog. Das hört sich. Da haben wir nämlich ein paar Flyer, obwohl ich die jetzt nicht dabei habe. Ihr könnt aber gerne einen Snack von mir haben. Ja, gerne. Die sind auch super, die sind super cool. Oh. Wollt ihr mal einen Snack haben? Ja, gerne. Ja, dann greift mal vorne mal in die Tische rein. Oh, ich fasse mal einfach mal. Genau, da kann er mal ruhig mit der Kamera reinleuchten. Oh. Guck mal da rein. Ist das was Leckeres? Lecker, lecker, lecker. Dankeschön. Dankeschön. Gerne. Ciao. Hat mich gefreut. Ciao. Und hört mal. Ja. Besorgt bei der Kollegin mal irgendwie einen neuen Overall. Guck mal, die Knie sind schon durchgescheuert. Oh. Oh, ja, siehst du? Okay, machen wir jetzt sofort. Mach's gut. Ciao. Okay, ciao. Hier im Bildschirmstand haben wir uns was mega Cooles entdeckt und ich wollte den Marian gerne herausfordern. Hi, du bist Hallo, sie? Julien. Okay, was müssen wir machen? Ja, also es ist eine Vibrationsplatte und ihr müsst euch da drauf stellen. Am besten so wie diese Frau auf diesem Plakat da. Und dann, ja, möglichst lange durchhalten. Das sind die Rekorde? Das sind die Rekorde, ja. Was, ein Mann oder eine Frau? Ein kleines Kind, ein kleines Mädchen. Ehrlich? Ja, so 7, 8 Jahre ungefähr. Ja. Was schätzt du, was wir schaffen können? Okay, können wir einfach loslegen? Ja. Du machst als Erster, du legst vor und danach mache ich. Schuhe an, Schuhe aus, egal? Nee, Schuhe an, bitte. Okay, ja. Einfach, kann ich einfach loslegen? Ja, genau. Einfach hier so? Genau. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Oh! 2, 1, und los. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ja, sieht gut aus. Sieht auf jeden Fall sehr elegant sehr aus. Sehr gekonnt, oder? Ich kann das länger. Ich ja. kann das locker. Das ist gar kein Problem, aber ich kann nicht mehr. Und wie hast du das gefühlt? Es vibriert alles. Also ja, ich habe das Gefühl, dass ich eine Zahnspange hätte und mein Kopf so stark wird. Das geht durch den ganzen Körper. Ich merke jetzt schon mega ziehen in den Oberschenkeln. Ich würde gerne zeigen, wo, aber dann bin ich raus, glaube ich. Also es tut jetzt echt schon mega weh. Ich habe noch nicht mal eine Minute geschafft. Marian, kannst du mir das Mikrofon ins Auge halten, um meine Tränen wegzuwischen? Ah, danke. Boah, das... Oh. Oh. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Okay. Oh. 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 Was sagst du deiner persönlichen Leistung? Ich bin nicht zufrieden, aber es ging nicht mehr. Krass. Kannst du mich den Rest des Abends tragen? Okay, jetzt macht der Marian die Challenge. Was ist das denn? Was sagst du, gute Haltung? Es ist schon mega anstrengend, aber ich merke, dass mein Baden so an den Seiten und in den Fußgelenken, weil die so richtig hin und her geschlackert werden. Leichtes Luftspiel im Traggelenk unten. Ey, guck mal meine Beine! Kilo. Guck mal meine Beine, die fangen schon an durchzudrehen. Marian hat gerade schon einen Kreislaufzusammenbruch. Boah, ich schaff nicht mehr. 1 Minute 17. Move it bestzeit. So krass, ey. Sam, ich muss was an meiner Fitness machen. Ich gehe erstmal McFit. Aber gut Job. Krass. Hat er gut gemacht. So, wie sieht am AZ-Stand? Erstes Auto mit einer vernünftigen Fahrhöhe heute, sehe ich. Sehr nice. Die anderen sind alle hoch wie Bus. So, wir schauen uns mal an, was es hier Neues gibt. So. Hi. Sam. Hallo, Michael Hi. Beetsch. Marian. So, was habt ihr schönes, cooles, richtig fettes Neues hier am Stand? Also unglaublich viel, muss ich sagen. Alles. Also wir haben dieses Jahr wirklich einen riesen Blumenstrauß voll neuer Sachen hier. Zum Beispiel unseren tollen Schlauchaufroller. Diesmal wirklich ein super Angebot für den Schlauchaufroller. Wir haben einen Hybrid-Polymer-Schlauch in dem Schlauchaufroller, der wirklich lange Zeit überdauert, ein guter Schlauch ist. Wir haben eine automatische Schlauchaufrollung drin. Wir können den an jeder Stelle quasi stoppen. Nicht nur alle halbe Meter oder so. Ah, okay. An jeder Stelle. An jeder Stelle. Wir okay, mega. Sage ja. und schreibe 15 Meter Schlauch in den Schlauchaufroller. Also einmal durch die ganze Werkstatt. Ja. Und die Bombe ist der Preis, 127 Euro.
Krass. Müssen wir das mal angucken. Ja, aber wenn wir dann so einen Schlauch haben, dann brauchen wir natürlich auch was, was wir daran anschließen. Was hast du da schon? Ein bisschen was da. Ja, ich sehe schon. Eine ganz kleine Auswahl. Was ist so das krasseste, das Highlight? Also mein Liebling gerade. Ne? Okay. Ist unsere neue Ratsche. Ne? Ja. Sieht 90, ergonomisch aus. 90, 22, 360. Warum heißt die 360? Jeder kennt das Problem, wenn ich mit einer Ratsche arbeite und habe beengte Verhältnisse. Wenn ich irgendwo ranfahre, habe ich hier unten die Hände drin im Startknopf. Ja, und kann ich nicht mehr drücke automatisch. Genau, drücke automatisch. Ist hier vorbei. Wir haben hier unten einen schönen Knopf dran. Und wenn ich den Knopf drücke, kann ich den quasi 360 Grad um die Ratsche rumbewegen. Und stellen wir den so ein, dass er mir nirgendwo im Weg ist. Ja. Ja, wen haben wir hier? Kennt ihr alle Sonax? Die waren bei uns. Video verlinken wir mal kurz. Einmal kurz fragen, was gibt es hier Neues? Hey. Hi! Alles gut bei dir? Hi. Alles gut. Wie läuft's? Alles super. Was gibt's Neues? Du, wir haben ganz tolle Antifrost-Aktionen dieses Jahr hier bei euch auf der Messe. Ganz, mega, ganz tolle. Mega, ja. Hört sich gut an. Wir mit kommen jedes Zugang. Mal zu euch und immer gibt's was Neues. Wie schafft ihr das? Ja, wir sind motiviert immer was Neues wiederzubringen. Sehr, ja, gut. Okay. Habt ihr noch irgendein Highlight-Produkt an Lackverschönerung? Irgendwas Neues, irgendwas Krasses, irgendwas Geiles, was du uns ganz schnell zeigen kannst? Ganz schnell. In einer Minute. In einer Minute. Müssen wir aber vorne zur Motorhaube gehen. Ja. Hallo, es kommt das. Wenn man ganz schnell Glanz aufs Fahrzeug kriegen will, ja, ein bisschen von der Ex-Politur auf den Schwamm aufgeben, erst aufsetzen, ja, weil sonst regnet es Politur. Sollen wir das gelernt? Wenn ich vorher starte. Und du kannst halt ganz schnell, ich ziehe da jetzt mal einmal kurz rüber. Ja. Ja. Und jetzt, jeder, der früher mal mit Polituren gearbeitet hat, der weiß, jetzt kommt eigentlich die schweißtreibende Arbeit, das Abrubbeln. Ja. Haben wir jetzt hier gar nicht mehr. Wir gehen da einfach ganz, wow, schnell drüber, nee, und du kriegst mega schnell Glanz. Das ist echt, das richtig ist gut. Richtig, also ich habe es gerade nicht erwartet. Ich dachte, okay, er muss dreimal wischen, aber zweimal rüber, alles, ey, weg. Ganz neu, schnell, war, oh, ja, oh, war, oh, ja, gefordert. Richtig. Innerhalb, perfekt, von einer Minute. Perfekt gemacht. Super, danke schön. Viel Spaß auf der Messe, viel Erfolg. Danke dir, viel, danke, Erfolg. Mach's gut. Danke euch, Jungs. Ciao. Wir sind jetzt am Stand von Sydney Hoffmann und gucken mal, wen wir hier entdeckt haben. Hi! Sam! Hi! Wir, hi, machen hier ein paar Interviews für YouTube. Okay. Ja. Wie gefällt's dir hier? Ja, super! So, was ist dein Favorit bis jetzt? Mein Favorit? Ja. Du, das ist alles cool. Alles cool. Bist du wegen den Autos hier oder wegen den Werkzeugen? Ich arbeite hier, wenn du das nicht weißt. Ich weiß, dass du hier arbeitest. Aber du bist jedes Jahr hier, oder? Ja, wie viele Jahre ist das für dich? Vierte Jahr schon. Ich mache die Interview, weißt du, eigentlich wie du. Ich bin oft hier bei Sid, weil... Weil die ist am coolsten. Weil es cool ist und das Auto sieht gut aus und das ist recht, gefällt, ja, mir wirklich jetzt so, wie es gebaut ist und ja. Wie gefällt dir unser Kanal? Wenn ich mich das anschaue, dann wird mich wirklich gefallen. Das wollten wir nur hören. Danke dir. Also, viel Spaß noch. Tschüss, ciao. Mach's gut, ciao. Also hinter uns Stand von Megatronic, die machen richtig geile Schweißgeräte, die kenne ich schon und die besuchen wir jetzt mal, was die Neues haben. Hi. Hallo, hi. Schön. Hi Sam. Hi Nils. Marian. Hi. Kannst du uns erzählen, was es bei euch Neues gibt? Thema Schweißgeräte, Schweißtechnik? Natürlich. Also wir sind ja hier für PV der Partner für Gase und haben dieses Jahr uns ein bisschen als Aufgabe genommen, mal ein anderes Gas vorzustellen, was für dünnere Bleche, wie es im Karosseriebereich üblich ist, einfach mal den Kunden ein bisschen näher zu bringen. Üblich, traditionell ist es immer so, dass Mischgas 18 vorwiegend in jeder Werkstatt eigentlich zu finden ist, weil es vielseitig einsetzbar ist. Wir machen dieses Jahr was mit Mischgas 55. Dadurch kann man auch dünnere Bleche besser schweißen, hat ein bisschen weniger Einbrand und dementsprechend auch ein bisschen mehr, sag ich mal, Geschwindigkeit, dass alles ein bisschen zügiger geht. Und da haben wir zum, okay, einen, wenn wir uns umdrehen, haben wir einen Schweißroboter dabei. Der Schweißroboter, wir haben uns auch in den letzten Jahren schon als Aufgabe genommen, für die EMA ein bisschen was zu spenden, weil uns das auch am Herzen liegt. Und da haben wir natürlich das Motto Herz aufgegriffen und der Schweißroboter kann dann, kann man verschiedene Programme einlesen und jetzt ist beispielsweise Love quasi und mit Auftragsschweißen können wir es so quasi auf dem Herz verewigen. Da haben wir verschiedene Mottos, wir haben beispielsweise EMA, mit der wir da zusammenarbeiten, mit der Stiftung von der Frau Völm, PAC und natürlich auch PV. Der Roboter macht das völlig automatisch. Ihr lest das ein und er schweißt einfach los. Genau, also der Roboter ist natürlich dafür da, dass man größere Stückchen produzieren kann. Mhm. Wir haben jetzt, sag ich mal, ein Programm, das man einlesen kann. Wir haben jetzt vier Programme geschrieben und dann kann das beliebig häufig wiederholen.
Okay. Und es sieht nachher immer genau gleich aus, das Ergebnis. Es ist komplett gleich. Also wenn man sich die Schweißnaht mal anschaut, da braucht man als Schweißer ein sehr, sehr ruhiges Händchen. Ja, auf jeden und Fall. Das ist natürlich, wie gesagt, ab größeren Stückzahlen ist dann auch so ein Roboter eine Anschaffung auf jeden Fall überlegungswert. Okay, super. Wieder was gelernt. Super. Danke dir. Viel Erfolg noch. Ciao. So, ein weiterer Stand für uns heute ist hier Unikraft. Die haben ein super Sandstrahlgerät da stehen. Wir kennen uns mit Sandstrahlen jetzt nicht so super gut aus und deswegen wollen wir mal gucken, was der uns der ein oder andere auf dem Stand erzählen kann. Hi. Hallo. Hi. Servus. Marian. Wir hi. Wir interessieren uns für Stefan. Sandstrahlen. Du stehst hier gerade perfekt am Gerät. Seid ihr richtig. Sehr gut. Was kann das Gerät? Mit dem Gerät strahlen. Kann ich Sand strahlen. Ich kann zum Beispiel Rost abstrahlen oder Lack. Je nachdem, was ich machen möchte. Oder ich kann auch eine Oberfläche finishen, je nachdem, welches Strahlmittel ich verwende. Also kann man mit mehreren Mitteln in dem gleichen Gerät strahlen? Also nicht nur mit Quarzsand, das kenne ich. Quarzsand zum Beispiel, ich kann Metallkugeln oder Glaskugeln nehmen oder Korund, je nachdem, welche Oberfläche oder was ich erzeugen möchte. Auch so exotische Strahlmittel wie Nussschalen, Salz und so weiter, geht das auch? Habe ich noch nicht versucht, aber wäre mal eine Möglichkeit. Okay. Ist aber sehr exotisch. Ja, habe ich mal von gehört, deswegen wollte ich es einmal ansprechen. Wie funktioniert denn so ein Sandstrahl? Also was unterscheidet jetzt, es gibt ja auch, im Internet kann man sich ja auch günstig solche Teile kaufen. Was unterscheidet denn das gute Produkt vom schlechten Sandstrahlgerät? Also das Gerät ist gut ausgestattet, funktionell, auch arbeitssicherheitstechnisch gut ausgestattet. Man sieht zum Beispiel, wenn ich jetzt die Tür schließe, dann gehen jetzt die Lampen an. Jetzt könnte ich das Gerät benutzen. Das Gerät ist hermetisch abgeschlossen. Also kein Staub oder Sand tritt mehr aus. Das ist ein geschlossener Kreislauf. Ich schütte einmal das Strahlmittel ein, dann läuft das in den Trichter und geht immer im Kreislauf wieder auf das zu strahlende Objekt wieder runter. Super. Super. Viel Erfolg noch. Ja. Dankeschön, viel Erfolg. Tschüss. Ciao. Jo Leute, es gibt noch eine fette Challenge. Genau, wir haben uns das überlegt. Genau. Und zwar in so Ständen kriegt man halt immer Goodies. Und jetzt machen wir Marian gegen mich, wer am meisten absahnen kann. Wie viel Zeit? 10 Minuten? Das reicht, oder? Nee, 10. Komm, 10. Also 10 Minuten Werbegeschenke einsacken, wer die meisten hat oder wer die coolsten hat, gewinnt. Okay. 3, 2, 1, los! So! Erster! Oh, okay. Guck mal, hast du die gleiche Jacke? Meine! Warst du auch bei Brembo? Ja, sicher. Ey, die Jacke ist so geil. Ich hab mich so gefreut. Ich dachte, ich zieh damit richtig ab und er hat einfach auch eine. Ich hab Popcorn sogar. Nee. Doch. Ich bin gleich auf die Idee gekommen, was zu essen zu machen. Ja, siehst du mal. Für alle Gewindefahrwerk-Fans unter euch. Was? Vorspannfeder auf dem Gewindeteller. Kannst du sogar verstellen, voll funktionsfähig. Für Stiftehalter. Nein! Schreibtisch. Wie nein! Geil. Wie geil! Also, ich hab noch eine Tasse. Okay, cool. Was hast du noch? Gut. Aber du hast noch mehr. Ja, so ein Knie. Achso, die hast du auch. Die habe ich Popcorn, auch. Banner. Ich habe mich mega auf Camp Block fixiert, einfach weil ich krasser Fan bin. Ich bin einfach die ganze Zeit da rumgerannt. Oh, ich brauche was. Oh, mega geil. Tja, wer hat jetzt mehr? Keine Ahnung. Wer hat jetzt gewonnen? Keine Ahnung. Wisst ihr was? Ihr stimmt einfach ab. Bei YouTube, hier jetzt, ich weiß nicht, wo es eingeblendet wird. Da oben, glaube ich. Einfach abstimmen, entweder für Marion oder für mich, wer die Challenge gewonnen hat. Und ich würde sagen, das war's von dem Video jetzt, weil die Leute bauen schon ab. Wir müssen auch langsam weg. Wir müssen los. Cool, dass ihr dran geblieben seid. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Auf jeden Fall. Lasst mal einen Kommentar da, wie ihr die Messe so verfolgt habt. Und ob ihr da wart, schreibt uns, ob ihr da wart. Genau. Also ich fand's mega geil. Wir machen jetzt Schluss. Mach's gut, Leute. Ciao. Mach's gut, ciao.